Hallo bei 9,5. Heute geht es um einen Riesenhaufen Geld. So groß, dass man darin theoretisch sogar schwimmen könnte. Es geht um die unglaubliche Summe von 600 Milliarden Euro. Das ist eine 6 mit 11 Nullen. Boah. Leider gehört das ganze Geld nicht mir, sondern dem deutschen Staat. Das Geld nimmt der Staat pro Jahr an Steuern ein. Aber wo kommt das eigentlich her? Steuern sind Geldbeträge, die wir an den Staat bezahlen. Jeden Tag. Und ganz oft merken wir das gar nicht. Aber heute gucke ich mal genauer hin. Zum Beispiel hier, bei meinem Einkauf im Supermarkt. Ich zahle auf alles, was ich gerade gekauft habe, Steuern. Die sogenannte Mehrwertsteuer nämlich. Die zahle ich bei den Bananen, für das Brot, was ich geholt habe, selbst für mein Shampoo. Die Mehrwertsteuer ist im Kaufpreis schon enthalten. Bei meinem Einkauf heute waren das 41 Cent. Die wird der Supermarktbetreiber für mich an den Staat bezahlen. Und auch wenn ich einen Kaffee trinken gehe, bezahle ich Steuern an den Staat. Genau wie der Mehrwertsteuer, die kennen wir ja schon. Dazu kommen aber nochmal ungefähr 2 Cent pro Tasse obendrauf. Es gibt nämlich noch eine extra Kaffeesteuer. Und in manchen Bundesländern bezahlt man sogar an der Kinokasse noch eine besondere Steuer. Die Steuer klingt eigentlich ganz cool, nämlich Vergnügungssteuer. Und das sind pro Karte so ungefähr 10 Cent. Ja, hallo. Na, wer bist du denn? Ich bin Rudi. Wenn Rudi mein Hund wäre, dann müsste ich für den auch bezahlen, nämlich eine sogenannte Hundesteuer. Tschüss, Rudi. Tschüss. Ungefähr 40 Cent pro Tag wären das beispielsweise in Köln. Auch Autofahren kostet Geld. Für das Auto muss ich eine Kraftfahrzeugsteuer bezahlen. Pro Tag ungefähr 7 Cent. Beim Tanken gebe ich noch was an den Staat ab. Im Benzinpreis ist nämlich auch eine Steuer enthalten, die Mineralölsteuer. Die macht sich bemerkbar, 65 Cent pro Liter. Ich habe heute rund 20 Liter getankt, macht also 13,65 Euro an Steuern für den Staat. Also, wir bezahlen in unserem Alltag die unterschiedlichsten Steuern. Und weil in Deutschland eine Menge Leute wohnen, kommt da ganz schön was zusammen. Aber das ist noch lange nicht alles. Jeder Mensch, der arbeitet, muss nämlich auch das, was er verdient, versteuern. Einkommenssteuer nennt sich das. Und auch Geschäfte und Firmen müssen Steuern bezahlen. Ich arbeite als Reporterin und verdiene damit Geld. Damit geprüft werden kann, wie viel ich davon als Steuern abgeben muss, kriegt das Finanzamt einmal im Jahr meine Steuererklärung. So kommt dann Stück für Stück eine ganze Menge Geld zusammen. Dass man etwas von dem abgeben muss, was man besitzt, das war schon fast immer so. Zum Beispiel im alten Rom. Dort mussten die Menschen Teile ihrer Ernte oder ihres Viehs abgeben. Manche Leute konnten stattdessen auch Geld zahlen. Davon bauten sich die Herrscher zum Beispiel prunkvolle Paläste, in denen sie viele Feste feierten und in Saus und Braus lebten. Das meiste Geld brauchten die Herrscher aber damals, um Soldaten und Waffen für ihre Eroberungskriege zu bezahlen. Aber sie bauten auch Straßen, Regierungsgebäude und Abwasserkanäle. Also Dinge, von denen alle etwas hatten. Im Mittelalter begannen die Fürsten dann auch auf andere Art Geld einzutreiben. Die Menschen mussten bezahlen, wenn sie bestimmte Straßen befahren wollten oder mit Schiffen einen Fluss entlang schipperten. Und auch wenn die Menschen bestimmte Dinge kauften, wie Bier, Wein oder Salz, kamen noch extra Abgaben obendrauf. So kamen schon früher große Geldbeträge zusammen. Aber die Leute konnten nie entscheiden, was mit ihren Abgaben passierte. Und arme Menschen mussten oft genauso viel abgeben wie Wohlhabendere. Deswegen protestierten die Menschen irgendwann. Sie wollten gerechte und faire Steuerregeln und das Recht mitbestimmen zu dürfen, was mit dem Geld passiert. Heute müssen die Menschen in Deutschland, die mehr verdienen, auch mehr abgeben als die, die weniger zur Verfügung haben. Und alle können mitbestimmen, was mit den Steuern passiert, indem sie nämlich Politiker wählen, die darüber in ihrem Sinne entscheiden. Die Abgeordneten. Sie setzen sich im Parlament zusammen und beraten über unsere Steuern. Ich will mehr darüber wissen, wo die ganzen Steuern landen. Dafür bin ich nach Berlin gefahren und frage den Politiker, der in Sachen Steuern den besten Überblick hat. Er arbeitet hier in diesem Gebäude, dem Finanzministerium. Er heißt Wolfgang Schäuble und ist unser Bundesfinanzminister. Und hier ist sein Büro. Hallo Herr Schäuble, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, schön, dass du da bist. 600 Milliarden Euro Steuern im Jahr. Ich habe so viel Geld noch nie gesehen. Wo verstecken Sie das? Wo ist das? Ist das im Keller? Ich glaube, niemand hat je 600 Milliarden auf einem Haufen liegen gesehen. Das ist auf den Banken,
Und dann wird ja laufend auch ausgegeben. Es werden Gehälter bezahlt, es werden Steuern bezahlt. Das heißt, die 600 Milliarden sind nie da, sondern es kommt rein und es geht raus. Entscheiden Sie ganz alleine, was mit dem Geld passiert? Nein, zunächst einmal Bund, Länder und Gemeinden entscheiden jeweils für sich. Und dann müssen überall die Parlamente, die gewählten Abgeordneten entscheiden. Die Finanzminister machen die Vorschläge und dann entscheiden die Abgeordneten. Das heißt, Sie müssen viel sprechen und verhandeln. Ja, das ist der ganze Tag. Meine Tochter hat mal zu mir gesagt, als sie noch jung war, was machst du eigentlich, wann arbeitest du? Dann sage ich die ganze Zeit, dann sagt sie, du redest immer, dann sage ich, das ist auch Arbeit. Wofür wird das Geld, wofür werden die Steuern ausgegeben in Deutschland? Herr Schäuble erklärt mir, dass von unseren Steuern das bezahlt wird, was wir alle zusammen in der Gemeinschaft brauchen. Zum Beispiel Kindergärten, Schulen mit Lehrern, Tischen, Stühlen, eben allem, was dazugehört. Von den Steuern bezahlt der Staat auch Polizisten und Bundeswehrsoldaten, die für Sicherheit sorgen. Außerdem die Feuerwehr. Und Fußball- und Sportplätze. Steuern werden für den Verkehr ausgegeben, zum Beispiel für Autobahnen und dafür, dass Menschen, die auf dem Land wohnen, auch Telefon und Internet haben. Okay, das Prinzip habe ich jetzt verstanden. Also es wird Geld gesammelt, damit alle Menschen mit dem Wichtigsten versorgt sind. Stellen wir uns mal eine ganz andere Welt vor. Wie würde Deutschland aussehen, wenn es keine Steuern gäbe? Na, dann würde irgendjemand das privat machen und würde kassieren. Der würde dann sagen, wenn du hier auf der Straße fahren willst, musst du einen Preis bezahlen. Wenn du das willst, musst du das bezahlen. Dann würden die, die nicht selber so stark sind, dass sie für sich sorgen können, denen ging es ziemlich dreckig. Aber 600 Milliarden Euro ist so viel. Muss es denn wirklich so viel sein? Naja, wenn man sich mal anschaut, was wir an Straßen, Schulen haben, wenn man sieht, was wir für Familien tun müssen, wie viele alte Menschen wir dafür sorgen müssen, dass sie anständig leben können und. Das kommt ganz schön zusammen. Die meisten sagen immer, wir bräuchten viel mehr Geld. Es reicht nie aus, aber 600 Milliarden ist schon eine ganze Menge. Vielen Dank, Herr Schäuble, dass Sie das erklärt haben. Dankeschön. So richtig gern gebe ich ja nicht mein Geld ab. Aber ohne Steuern hätten wir zum Beispiel keine Ampeln, keine Busse und Straßen, keine U-Bahn. Also Dinge, auf die ich nun wirklich nicht verzichten will. Also wir alle müssen Steuern zahlen, aber wir kriegen ja auch was dafür. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wofür sollte eurer Meinung nach Steuergeld ausgegeben werden? Schreibt uns das ins Gästebuch auf www.9,5.de und dann sehen wir uns im Netz oder bald wieder im Fernsehen. Tschüss!